Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Auf einen Kaffee mit, präsentiert von der Campus Suite. Ihr kennt das Format, wir wollen ganz bewusst über Themen außerhalb des Fußballs sprechen, aber heute nicht außerhalb des Sports, denn wir reden mit Sportfreak. Jonas Meffer, moin Meffo. Meffo, erzähl doch mal, was sind denn so die Sportarten abseits vom Fußball, die dich interessieren? Was verfolgst du, was schaust du dir im TV oder auch live vor Ort an? Generell, wie du schon gesagt hast, schaue eigentlich gerne Sport, verschiedene Sportarten, natürlich am allerliebsten Fußball, aber auch mal gerne American Football oder Basketball, auch gerne mal hier vor Ort bei den Towers. Und was ich momentan sehr viel schaue, ist Wintersport. Das hatte mir ein Vögelchen auch schon gezwitschert. Ich glaube, du warst jetzt im vergangenen Dezember, Januar müsste es gewesen sein, auch mal beim Wintersport-Event. Ja, das ist richtig. Ich war in Ruhpolding beim Biathlon und ich habe mir Sprint- und Verfolgungsrennen dort angeschaut und da war es hat einfach richtig Spaß gemacht. Es war super Wetter, spannende Rennen, die Leute waren gut drauf, auch super Stimmung. Nicht so wie hier im Volkspark, aber auch sehr gute Stimmung und es hat mir wirklich richtig Spaß gemacht und das möchte ich auf jeden Fall auch noch mal wiederholen. Ist das so eine Geschichte, die dich auch schon seit deiner Kindheit begleitet? Also warst du früher auch jemand, der dann Sven Hannawald und Co. zugeschaut hat? Ja, also wie gesagt, ich habe schon, wenn ich Fernsehen geschaut habe, dann auf jeden Fall eher Sport und dadurch, ja, Sven Hannawald ist mir ein Begriff. Ich weiß noch, Biathlon, Magdalena Neuner zum Beispiel, war ich Riesenfan früher. Deshalb, so Wintersport finde ich auch cool. Du hast jetzt auch von dem Event gesprochen, wo du dann vor Ort warst beim Biathlon. Teilt deine Freundin auch diese Leidenschaft für den Wintersport oder musst du sie da eher mitschleppen? Ja, sie wird gezwungen. Okay. Ich glaube, es hat ihr aber am Ende schon Spaß gemacht, aber ja, es war ein cooles Event. Frühling ist ja dann auch immer die Zeit, wo die Wintersportsaison dann leider aus deiner Sicht, muss man sagen, endet. Was gibt es so für dich im Sommer und dann Richtung Herbst, was du dann mehr verfolgst? Was sind da so deine Sportarten? Jetzt kommt ja so die Zeit, wo die Playoffs in NBA auch bald anfangen und das schaue ich dann auch gerne. Die Uhrzeiten sind leider ein bisschen blöd. Aber im Sommer geht man dann auch gern selber mal Basketball spielen oder sowas. Da werden die Hände dann nicht zu kalt auf dem freien Platz. Und Fußball natürlich sowieso. Und ja, das war's. NBA sprichst du schon an. Hast du da auch ein favorisiertes Team, eine Franchise, die du supportest? Ja, ich muss ehrlich zugeben, ich bin ein Erfolgsfan. Und ich verfolge es vermehrt, seit die Golden State Warriors so gut sind. Mit Steph Curry, Kevin Durant war ja eine Zeit lang da. Und ja, ich habe dann am liebsten Golden State Warriors geguckt, weil die auch eigentlich immer gewonnen haben. Es war ganz praktisch. Ich hab deine leuchtenden Augen damals auch gesehen, als wir bei den Lakers waren auf der USA-Reise. Ich glaube, du hast dir auch direkt ein Trikot gekauft. Erzähl mal, wie war das für dich, das mal live und hautnah zu erleben? Es war einfach, dass wir so eine Möglichkeit bekommen haben. Dafür bin ich sehr dankbar. Es war richtig geil. Es hat richtig Spaß gemacht. Es war einfach geil, das mal mitzuerleben. So. Und ja, das war echt wirklich sehr schön und ich bin schon so am Überlegen, ob ich das vielleicht auch nochmal privat mache. Welcher Name war hinten drauf auf dem Trikot? War es LeBron? Oder? Anthony Davis. Anthony Davis. Ja. Was, Meffo, Abschlussfrage, reizt dich denn für die Zukunft noch? Bist du jemand, der sagt, Mensch, so Olympische Spiele wie jetzt vielleicht im Sommer in Paris, das würde ich mir gerne mal vor Ort anschauen oder was hast du da noch auf deiner Bucketlist? Ja, ich habe letztens mit jemandem darüber geredet, der Tickets da hat und da habe ich mir gedacht, das ist echt richtig cool. Ja, ich werde mir da jetzt keine Tickets für holen, falls es überhaupt noch welche gibt. Aber grundsätzlich wäre das schon ganz cool, wobei ich ehrlicherweise sagen muss, ich hätte mehr Lust auf, wenn Olympische Spiele, dann eher die Winterolympiade. Und ich glaube, jetzt in 2 Jahren ist sie auch in Italien. Vielleicht kriegt man da irgendwie Karten für. Mal schauen. Über deine Kontakte dann ganz bestimmt. Zum Abschluss, Meffo, haben wir noch 3 Entweder-Oder-Fragen. Okay. Ich wäre dir dankbar, wenn du dich jeweils für eine Antwort entscheiden könntest. Das ist meine Stärke, ich probiere es. Eine kurze Begründung entsprechend lieferst. Wir starten mit Biathlon oder Skispringen? Biathlon, ganz klar. Also Biathlon ist mein absoluter Lieblingssport beim Wintersport und absolut 100% Biathlon. Nach deiner Karriere dann lieber selbst Skifahren oder eher auf Snowboard? Nee, auch ganz klar Skifahren. Habe ich auch früher viel gemacht. Das hat mir richtig Spaß gemacht und Snowboarder waren mir immer zu viel im Weg. Deshalb wäre das nichts für mich. Ja. Und ganz zum Abschluss, Meffo, die GOAT-Frage. LeBron James oder Michael Jordan? Ja, okay, ich kann mich nicht so gut entscheiden, aber Michael Jordan für mich, auch wenn ich ihn leider nie so richtig habe spielen sehen, aber allein diese Serie The Last Dance hat, glaube ich, jeder geschaut, gefühlt, der Sport liebt. Es ist beeindruckend, was er alles erreicht hat, wie er es erreicht hat, mit nochmal einem anderen Sportart zwischendurch und sowas. Deshalb
für mich Michael Jordan, aber man muss sagen, LeBron James, was der für Zahlen und alles abliefert, ist ja auch unfassbar. Mefo, vielen Dank für diese spannenden Eindrücke. Wir hoffen, dass es auch euch gefallen hat. Also lasst gerne wie immer ein Like da, schreibt eure Meinung, euer Feedback in die Kommentare und dann sehen wir uns hier in dieser Show bestimmt bald wieder. Also bis dahin, bleibt am Ball und denkt dran, nur der HSV.